Liebe Freunde der Flussmark, ich begrüße euch. Heute ist 30 Jahre lang deutsche Einheit. Wir haben einen Grund zu feiern. Aber eigentlich stellt sich die Frage, was können wir denn feiern? Können wir so viel feiern? Was haben wir denn erreicht? Gut, wir haben die DDR besiegt. Der Sozialismus ist weg. Meine Katze klettert da im Baum rum, das ist toll. Ja, was haben wir erreicht? Wir haben immer noch Ost- und Westrentenpunkte. Wir brauchen nicht mehr als Westen, ja. Wir brauchen nicht mehr zu glänzen und zu sagen, ach, wir sind der reiche Westen, wir sind zu überlegen. Nein, wir können genauso schlecht sein wie die DDR, so finanziell, ja. Wir brauchen nicht mehr Reichtum, nicht mehr Wohlstand. Es reicht, wenn wir ja, gleiche Armut haben oder mehr Armut. Wahrscheinlich haben wir sogar mehr Armut in der jetzigen Zeit. Ja, Ost- und Westrentenpunkte, Ost- und Westgehälter haben wir auch noch. Und der Staat ist ganz groß im Vormachen. Da ist nämlich jede Tagesmutter in einem anderen Landkreis bezahlt. Jeder Lehrer ist anders bezahlt in jedem Bundesland wahrscheinlich. So. Ja, macht einen riesen Unterschied, ob du im Westen oder im Osten arbeitest. Das ist nicht traurig, ne? Das ist ein Grund zum Feiern. Also wir sind 30 Jahre lang zusammen. Ich bin auch 30 Jahre alt. Ja. Ist schon traurig. Das Einzige, was sich vermehrt hat, waren die Staatsschulden. Hat sich irgendwas verbessert? Ich habe ein 40 Jahre altes Auto oder 38 Jahre altes Auto. Und das freut mich sehr. Macht mir sehr viel Spaß. Aber alle anderen können sich ein gutes Auto leisten. Es gibt nur wenige, die sich einen Gebrauchtwagen nur leisten können. Und das ist jetzt der Wohlstand? Das ist unser Wohlstand? Eigentlich nicht. Wohlstand wäre, wenn der Markt gesättigt wäre, wenn wir eine Marktsättigung erreichen. Und es gibt aber im Kapitalismus eine Marktsättigung, die können wir nicht so akzeptieren. Und zwar, wenn du zu wenig Geld hast, um deine Bedürfnisse zu erfüllen, ist es genauso Marktsättigung, weil du kannst es nicht kaufen, du kannst es nicht nachfragen. Ne? So, also spricht man da von einer Marktsättigung aus Geldmangel. So. Aber eine wahre Marktsättigung wäre einfach nur, wenn jeder sich jeden Wunsch erfüllen kann und noch Geld über hat und gar nicht weiß, was er damit machen soll. So. Das wäre doch mal ein schöner Zustand. Und wenn so eine Marktsättigung erreicht werden möchte, dann wäre es doch auch schön, wenn die Produkte mal lange halten würden. Und nicht die Handys heutzutage, wenn die einmal runterfallen, dann ist das komplette Display kaputt. Ja. Der Goldene Westen. So. Zum Thema Staatsschulden. Ja, die steigen immer weiter, ne? Die schwarze Null, die ist lustig, aber kann man nicht ernst nehmen. Aber was wäre mit Abzahlen? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Wer möchte denn das abzahlen? Ich meine, die bisschen... Okay. Der Staat nimmt schon ziemlich viele Steuern ein, ne? 50% unser aller Einkommen. Und dann noch die Mehrwertsteuer und die Mineralsteuer. Und die fleißigen Raucher und Alkoholiker. Gut. Ja, was macht er mit den Steuern? Das ist ein bisschen Schule und Straßenbau. Straßenbau kostet 3 Milliarden Euro im Jahr. Das ist eine Lachnummer. Die Pkw-Maut zahlen auch wir, ne, mit den Produktpreisen, Produkteinkäufen. Bezahlt er. Die Schulen sind sicherlich auch nicht teuer. Und weißt du, wenn dir Schule wichtig wäre, dann könnte man mit einer Internetschule anfangen. Dann braucht man jedem Menschen, also jedem Kind, nur ein Notebook zu schenken. Die kosten ja eigentlich nur 200, 300 Euro. Na, sagen wir 300 Euro, das ist so ein Mittelklasse-Ding. So, und dann alles Wissen, was wir haben, in Lehrvideos verpackt. Und wenn es das Kind nicht verstanden hat, kann es sich von jemand anderem das erklären lassen. Heute ist es dem Lehrer schutzlos ausgeliefert. So, und dann noch ein paar Angebotsschulen, Dorfschulen. Wisst ihr, dass das ganze Wissen von den Universitäten in diesen Dorfschulen drin sein könnte? Wir brauchen dieses hochtrabende, ich studiere nicht. Ich muss echt zugeben, mein Studium, ich darf mich Bachelor nennen,
Ich habe mir mehr erhofft. Ich wollte mehr lernen. Ging nicht. Es war eigentlich nur Gelaber. Wir haben 3 Semester Programmieren gehabt. Und das ist euer Ernst? Und jetzt bin ich Ingenieur und darf, weiß ich nicht, fast das Doppelte verdienen wie normale Menschen? Tja. Dadurch, dass die Ausgaben ziemlich niedrig sind, bleibt auch richtig viel Geld übrig. Ich überlege jetzt eine Solaranlage zu kaufen und für die Mieter, dass sie das den Strom bezahlen, aber den selbst produzierten Strom, autark, nicht mehr von den Stromkonzernen. Ja, sowas kann man damit Geld machen, ne? Wenn es im Überfluss da wäre. Ja, was ist denn eigentlich eure, liebe Politiker, eure Lösung, die Schulden zurückzuzahlen? Welchen Plan habt ihr da? Ich vermute gar keinen, oder? Oder wollt ihr Inflation machen, sodass es erträglicher wird, die Zinslast? Ist ja eigentlich das offizielle Ziel der EZB, 2% Inflation pro Jahr. Die ärgern sich aber, dass sie das nicht erreichen, dieses Ziel. Aber andersrum gesehen, dieser Warenkorb, den sie irgendwie berechnen, da manipulieren sie auch immer dran rum. Damit die Inflation halt möglichst niedrig ist. Also jetzt in den Lebensmittelmärkten, da kommt schon eigentlich die Inflation schon ganz gut an. Die Produkte mal dieses, mal jenes steigen dann halt so um 20 bis 50%. Ja. Die Inflation. Sie kommt. Obwohl die Menschen nicht mehr Geld haben. So, was haben wir noch zu feiern? Ein halbes Jahr Corona? Ja. Sehr gut. Ich wusste es. Ich wusste, dass es lange dauern wird. Und es wird wahrscheinlich noch lange dauern, sodass ich einen Gandalf-Bart habe oder sogar einen Barbarossa-Bart. Toll. Also früher in der DDR konnte man nicht reisen. Das war das einzige Problem oder das Hauptproblem von den Leuten. Sie würden einfach über die Grenze reisen wollen. Und wahrscheinlich wieder zurückkommen. So. Heute ist es eigentlich auch nicht möglich. In den letzten 15 Jahren war es so, dass man aus Geldmangel nicht reisen konnte. Jetzt kann man wegen Corona nicht mehr reisen. Jetzt kann man das erste Mal nicht wegen Geldmangel nicht reisen. Irgendwie war das so ein Witz. Ja. Apropos Reisen. Was macht dieser tolle Prospekt hier? Das erste Mal, dass hier ein Wohnmobil drauf zu sehen ist. Vorher war es ja immer so verruft, mit einem Wohnmobil rumzufahren. Wie billig. Bringst ja kein Geld ins Land. Hier hinten auch nochmal. Jetzt plötzlich sind hier die Familien glücklich und nehmen sogar ihren Hund mit. In den meisten Hotels sind Hunde nicht erlaubt. Ja, jetzt ist möglich. Jetzt ist schön mit dem Wohnmobil. Aber wisst ihr, dass diese Wohnmobil-Scheiße oder dieses Bedürfnis schon länger als Corona ist? Die Leute wollen unabhängig sein. Sie wollen autark sein. Also der Wohnmobilhändler, den ich kenne, ja. Der verkauft ordentlich. Weiß nicht, wo ihm der Kopf steht. Ja, das ist doch schön, ne? So, die Hotels. Denen geht's jetzt richtig dreckig. Aber eigentlich haben die immer nur auf Sand gebaut. Ja, die Hotels. Also, zurück zu den Staatsschulden. Wie wollt ihr sie abbezahlen? Ich kenne ja eine Lösung, die ihr habt. Wenn ihr in Konkurs anmeldet, dann weiß ich, dass ihr Zwangshypotheken wieder in unsere Häuser eintragen werdet. 50% des Wertes, oh, vielleicht auch 100. und wir haben sie dann plötzlich abzuzahlen. Ja, wir haben ja auch profitiert von Corona, also ich weiß nicht. Klar, woher soll das Geld kommen? Es kommt, es wird kommen. Ihr nehmt es euch. Und wenn mir jemand jetzt nicht glaubt wegen Zwangshypotheken, nach dem Dritten Reich wurde die BRD gegründet und die BRD hat in alle Häuser Zwangshypotheken eingetragen. Mit welcher Begründung, ich will es gar nicht wissen. Zwangshypotheken. Und damit konnten sie dann ihre Währung stabilisieren und die Zentralbank richtig stark machen. Toll, oder? Zwangshypotheken. Also, wir Deutschen, wir legen ja.
Wir sparen ja alles Mögliche, wird uns weggenommen werden. Wir bauen uns gerne Häuser und Grundstücke und so weiter und haben ein schönes Leben, wird uns weggenommen werden oder eben krass besteuert, ne? So, mein Vorschlag zur Güte, mach doch einfach Insolvenz. Insolvenzverschleppung gibt es ja nicht mehr, ne? Irgendwie seit Corona. Aber eigentlich habt ihr seit Ewigkeiten schon Insolvenzverschleppung gemacht. So, meldet Insolvenz an, wählt eine neue demokratische Regierung und alle fangen wieder bei Null an. Also ihr fangt wieder bei Null an. Wir müssen ja unsere Schulden behalten, weil wir sind ja nur Menschen. Argentinien hat es gemacht und ist Argentinien weg? Nö. Griechenland. 2008 Griechenland, pleite. Durfte Griechenland wie heißt es, Insolvenz anmelden? Neue Regierung wählen, demokratisch und dann wieder von vorne anfangen? War mein Vorschlag 2008. Wie lange ist das her? 12 Jahre. 12 Jahre lang Griechenland in Armut. Danke. Dafür haben sie aber die Troika. Dafür haben sie sehr viele Gesetze ändern müssen, wie zum Beispiel, dass wenn sie den Kredit vom Haus nicht mehr zurückzahlen können, kann jetzt die Bank kommen und das Haus zwangsvollstrecken und versteigern. Ja gut, kennen wir nicht anders, ne? Muss ja die Bank irgendwie machen. Aber wartet mal kurz. Wie hat es denn die Bank vorher gemacht? Genau, die Bank hat den Griechen Kredite gegeben, obwohl sie wussten, dass sie nicht an das Haus rankommen können. Also scheint es doch nicht so traumatisch zu sein, oder? Hallo? Da ist doch Geld überhaupt nicht wichtig. Warum nehmt ihr euch immer so wichtig? Es ist ärgerlich. So. Haus des Geldes. Was haben die gemacht? Die sind in die staatliche Banknotendruckerei eingebrochen und haben sich frisches Geld gedruckt. Und das haben sie mitgenommen. Wisst ihr, dass dabei niemand beklaut wurde? Es gehörte niemandem das Geld. Es wurde einfach neu gedruckt. Ja, und solange jetzt dieses Geld nicht bei der Bevölkerung ankommt, gibt es auch keine Inflation. Nach der Theorie von irgendjemandem. Und genau das, wisst ihr, ist keine Straftat. Die EZB, die macht es seit 2008. Jeden Tag oder jeden Monat irgendwie 60 Milliarden, war das so? Die drucken Geld ohne Ende. Das Wichtige ist nur, dass das Geld nicht bei den Menschen ankommt und eigentlich auch nicht bei den Firmen. Ich weiß gar nicht, wo das Geld hingeht, aber es rettet irgendwas. Es hält das Gesamtsystem seit 12 Jahren schon wieder am Laufen. Jetzt kommt nochmal Corona dazu. Richtiger Nachfrage, Knick. Ja? Richtig viele Branchen, die pleite gehen werden. An den Börsen sieht man es noch nicht. Ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Klar, ich weiß, dass die Firmen pleite gehen sollen. Vielleicht werden dann neue gegründet. Vielleicht sollen wir einfach nur Spaß am Leben verlieren. Aber schafft ihr. Solche Gesetze hätte sich der Osten und das Dritte Reich und der Kaiser nicht getraut zu machen. Aber ihr. Ihr schafftet es, dass alle Länder diesen Scheiß mitmachen. Und seien wir ehrlich, die Zahlen sind genauso schlecht wie die Schweinegrippe damals. Also totale Lachnummer, was ihr da abzieht. Und Schweden zeigt es uns auch, dass ohne Maßnahmen oder sehr wenigen Maßnahmen die Krankenzahlen nicht anders sind als normal. Und die Sterbezahlen auch nicht. Aber was sagen eure Statistiker? Ach, die finden irgendeine Zahl. Dieses Jahr sind so viele Menschen gestorben wie vor 150 Jahren, als eine große Hungersnot in Schweden war. Genauso viele. Reuters hat es erfunden, genau. Reuters hat aber noch dazu geschrieben, damals war aber auch die Bevölkerung nur ein Viertel oder sowas. Also verhältnismäßig wirklich krass. Ne? Aber jetzt haben wir die vierfache Bevölkerung und die gleiche Anzahl von Toten, das heißt nur ein Viertel der Toten. Ja, und wenn du dir dieses Verhältnis, ne, auf Bevölkerungsanzahl gerechnet anguckst, pff, da ist da keine große Steigerung. Das ist unter 2000, ach keine Ahnung, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall waren sie schon mal höher. Ja, das heißt,
wie irgend so ein Westpolitiker gesagt hat aus der USA, vertraue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. So, und ihr werft die ganze Zeit mit irgendwelchen statistischen Zahlen rum. Wir wissen Bescheid, dass ihr jeden, der tot ist und auf Corona positiv getestet wird, ein Corona-Toter ist. Und Obduktionen sind nicht erlaubt, weil es ist ja zu gefährlich. Ihr seid so bescheuert. Die Obduktionsleute, die wissen genau, wie sie damit umzugehen haben, sodass sie nicht krank werden, ne? Die wissen Bescheid. So, einer hat es wohl gemacht und der hat bei 100 Toten nicht einen von Corona Getöteten gefunden. Ja. Eine Information war jetzt von meiner Mutter, dass sie in Italien einen riesen Medikamentencocktail den Leuten gegeben haben. Das heißt Cortison, das heißt Antibiotika, das heißt dieses Antivirusmittel, was irgendwie helfen soll, was eigentlich nach meiner schulmedizinischen Kenntnis nicht, was es nicht gibt. Es gibt nichts gegen Viren. Ja, und keine Ahnung, ob sie noch die Chemo hinterhergeschmissen haben. Aber immerhin damit. Und dann sterben daran die Leute? Na, vielen Dank. Es gibt auch eine Theorie, dass es an 5G liegt. Ja, warum nicht? Warum sollte es nicht an 5G liegen? Gutgläubige, die auch noch an Gott glauben könnten, die glauben natürlich nicht daran, oder die glauben daran, dass 5G genauso unschädlich ist wie Wasser trinken. Tja, man kann sich gegen 5G nicht schützen, ne? Wir haben Glück, dass wir hier in Annaburg, da ist der Funkmast von T-Online, noch nicht 5G haben. In Jessen haben sie es aber schon. So. Was gibt's noch? Ach, die Umweltbelastung. Hier, die ganzen Gifte, die auf den Äckern auch ausgesprüht werden. Meint ihr, die sind gesundheitsfördernd? Das genmanipulierte Essen, was die Kühe kriegen. Da sind Euter rausgeplatzt. Das ist richtig dramatisch. Aber macht mal weiter mit Genmanipulation. Apropos Genmanipulation. Im letzten Video habe ich ja auch erzählt, dass diese Impfung, die da gemacht wird, genau das gleiche Prinzip ist wie die CRISPR-Genmanipulationstechnik. Ja, verändert doch unsere Gene. Wisst ihr was? Ich mag Ludwig Gartz, der hat echt gutes Wissen. Ludwig Gartz, der hat erzählt, ein Video darüber gemacht, dass man auch über Viren anders denken könnte. Und zwar, okay, sagen wir es nochmal anders, ich fange nochmal von vorne an. Und zwar wurde eine Statistik gemacht, oder eine Studie, dass geimpfte Menschen angeguckt wurden, wie viele sind davon krank geworden? Da waren es 33%. Wie viele von nicht geimpften Menschen sind an Grippe krank geworden? Da waren es nur 6%. Impfen macht Grippe? Ja, das ist ja normal, dass man nach einer Impfung Fieber kriegt, ne? Gerade anfällige Kinder kriegen dann Fieber. Das weiß man ja schon. Sehr schöne Impfung. Wo macht sie eigentlich dann gesünder, ne? Wenn 33% zu 6%? So, und dann hat er noch weiter erzählt, homöopathische Prävention. Dass dein Körper gut versorgt ist. Ja, und andere Mittelchen halt. Ich glaube sogar an Homöopathie, das funktioniert wirklich. Das funktioniert richtig wirklich. Meine Oma hat ein Herz, schwarzes Herz, kriegt Strophantus und Strophantin. Ist top. Seit 2 Jahren im Krankenhaus haben sie gesagt, dass sie jeden Tag sterben kann. Nö. Ihr müsst eure Gesundheit selber in die Hand nehmen, ja? Also Impfung 33%, Grippefälle, ungeimpfte 6% und homöopathische Prävention 5%. Gut, da ist der Unterschied jetzt nicht so groß, aber immer noch da, ne? Präventiv kann man das machen, weil es fördert auch andere Sachen. So, dann erstmal Impfung ist schädlich, dann was sind Viren überhaupt?
Die spanische Grippe damals, da wurde massiv geimpft. Erster Punkt. Es war viel Armut und Leid wegen dem Ersten Weltkrieg. Und eigentlich wurde viel geimpft unter den Soldaten und viele Soldaten sind daran gestorben. So, dann gab es Marine, wie heißen die Leute? Marinesoldaten? Matrosen heißen die. Matrosen gab es, die haben sich schlecht benommen und als Disziplinarverfahren oder Strafe wurden sie in Krankenzimmer eingesperrt mit spanischen Grippenmenschen. Und die mussten sich dann einen kompletten Tag vollhusten lassen. Und sind die krank geworden? Nein, kein einziger ist krank geworden. Und die hatten keine Maske auf. Die Bullen damals hatten Masken auf. So. Hallo? Ich denke, ihr arbeitet wissenschaftlich Schulmedizin. Ich denke, Wissenschaft ist eure Grundlage und nicht, was bringt am meisten Profit? Wissenschaft, oder? Es ist null Wissenschaft, was ihr macht. Ich glaube euch nicht mehr. Ansonsten könnte ich ja noch an Gott glauben. Und ihr glaubt noch an Corona? Das ist so peinlich. Und die starten das erste Mal Corona-Maßnahmen? Tragisch. Das können die jetzt jedes Mal machen. Und die können auch systemkritische Leute ausschalten. Zwangstest, zufällig positiv und wenn es falsch positiv ist, ist scheißegal. Und dann ist er leider, also eingesperrt worden, ne, also mit abgeführt, und leider ist er der Behandlung erlegen oder der Krankheit. Ne? Aber diese Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Niemand kann einem da helfen. Und niemand kann da nachträglich irgendeinen Aufschrei machen. Demonstration mit 1 Million Menschen bringt etwas? Ein bisschen? Vielleicht? Aber so richtig reagieren müssen wir auch nicht drauf. Ne? So, irgendwo hatte ich einen Faden. Genau, es gibt keine Ansteckung, Leute. Was sind Viren dann, wenn es keine Ansteckung gibt? Ist vielleicht eure Ansteckungstheorie kompletter Bullshit? Und was mit den Bakterien ist, ist auch kompletter Bullshit? Immer Antibiotika reinhauen? Was ist denn mit diesen krankenhausresistenten Keimen? Ja, die gibt es plötzlich. 50.000 Tote jedes Jahr. Wenn du eine Lungenentzündung im Krankenhaus bekommst, ja, da hast du so gut wie verloren. Eine Lungenentzündung zu Hause, pff, gar kein Problem. Was stimmt mit euch nicht? Und das nennt ihr Wissenschaft? Und ihr macht euch über jeden anderen Scheiß lustig? Ey, ich mach mich über eure Chemotherapie lustig. Über eure ganzen Medikamente, die ihr habt. Beta-Blocker, ihr wolltet meine Oma ins Grab bringen. Sie ist nur noch dahin vegetiert. Da sagt der Arzt, ja, was wollen Sie denn erwarten? Was erwarten Sie denn? Dann sagen wir, na, da kommt sie ja nur noch ins Krankenhaus. Ins Pflegeheim. Ja, was? Ja, ist so. Und sie kriegt das Medikament bis zum Schluss? Ja. Das ist eure beste Behandlung? Und dann sagt uns dieser blöde Arzt noch ins Gesicht, kackfrech, dass sie ja die Verantwortung von den ganzen Patienten haben und die beste Behandlung ihnen geben. Welche Verantwortung? Bitte? Wenn meine Oma stirbt, was ist eure Verantwortung da? Ihr bezahlt doch nicht mal die Beerdigung. Leute. Welche Verantwortung habt ihr? Und glaubt ihr, dass sie diese Ärzte dort im Krankenhaus uns als Studie im Prinzip genommen haben, so nach dem Motto, okay, wenn die Familie die Beta-Blocker ablehnt, wegen der Patientenverfügung und dieser anderen Vollmacht, wenn die Beta-Blocker abnehmen, dann können wir das mal angucken und gucken, was passiert. Wisst ihr, wir haben nur noch die beiden Wassermedikamente, wasserabführenden Medikamente geben lassen. Einmal kaliumbasiertes Wasser abtreiben und natriumbasiertes, damit die Mineralien so im Gleichgewicht bleiben. So, das hat meine Oma noch weiterhin bekommen. Aber Beta-Blocker und ACE-Hämmer haben wir gesagt, nicht. Wir haben die ganzen Nebenwirkungen durchgelesen und wir haben sie bei der Oma gesehen. Ja, schönen Dank auch. Das sind ja auch die gewollten Nebenwirkungen, ne? Toll. Glaubt ihr es? Einen Tag später hat sie angefangen, endlich 4 Liter bis 5 Liter am Tag zu pinkeln. Die mussten ständig ihren Katheter ausleeren. Was waren vorher?
Ey, da hat die einen Liter gepinkelt und anderthalb Liter getrunken. Ja, oder einen Liter getrunken. Also sie hat einen Liter getrunken, einen Liter gepinkelt. Das ist nicht... Also die ganzen Wassermedikamente, die haben nichts gebracht wegen dem Beta-Blocker ACE-Hämmern. Toll. Und da behauptet ihr von der Apotheke, dass wir die Medikamente registrieren und ja, wenn du zwei Medikamente hast, die sich negativ gegenseitig beeinflussen, dass wir das dann rauskriegen und euch informieren darüber? Wer es glaubt, wird selig, oder? Geht es da vielleicht um irgendwelche anderen Statistiken oder Daten, die sie dann verkaufen können? Meine Güte. Also, diese ganze Wissenschaftsscheiße ist eine Religion. Eigentlich eher eine Sekte, weil alles andere ist verboten. Ist nicht okay. Glaubt nur mir. Okay, Glauben ist ja... Ja doch, Glauben. Ich glaube nicht mehr an euch. Ich beschäftige mich mit allen Themen, die es gibt. Und jetzt weiß ich schon mehr als ihr mit euch im Scheißstudium. Welche Medikamente kennt ihr denn? Ihr kennt Antibiotika, ihr kennt Cortison, ihr kennt Chemotherapie, ihr kennt Bestrahlung. Kennt ihr noch irgendwas? Ach, die Beta-Blocker, ja. Gut, nehme ich dazu. Kennt ihr noch was? Irgendwas Sinnvolles? Kennt ihr diese diese Harzsalbe? Was unsere Vorfahren die ganze Zeit benutzt haben? Aus Harz eine Salbe. In Harz sind so viele Stoffe drin, die sind gegen Schimmel, die sind gegen alle Bakterien viel effektiver als jedes blöde Antibiotika. Antibiotikum? Und gegen Viren sogar. Oh, gegen Viren. Da hat ja die Schulmedizin nichts. Die Harzsalbe, die schmiert man sich rauf, verbindet es und es entzündet sich nicht. Mit ein bisschen DMSO geht es auch tief in den Körper rein. Kann man auch mal gegen Krebs ausprobieren, oder? Man kann auch die Fiebertherapie gegen Krebs ausprobieren. Nein, nach einem halben Jahr sollen ja die Menschen tot sein. Die meisten. Wir haben 200.000 Krebstote jedes Jahr. Und regt sich darüber irgendjemand auf? Irgendeine? Oh, wir haben aber 3.000 Corona-Tote. Das ist so schrecklich und es wäre so verantwortungslos, da keine Staatsmaßnahmen zu machen. Ja? Nein, ich vertraue da auf unsere Biologie. Dass wir uns automatisch immunisieren. Kreuzimmunität und was es da alles für Theorien gibt. Ey, durchlebt doch die Krankheit. Und wenn man dran stirbt oder eine scheiß Lunge hat, passiert, oder? Es passiert auch, dass man vom Auto angefahren wird. Kann man leider schwer verhindern. Aber wisst ihr, was man nicht verhindern kann? Krieg. Gut, ist jetzt scheiße. Also man könnte Krieg verhindern. Aber es ist richtig scheiße, Menschen durch Krieg zu verlieren, oder? Was ist denn in Afghanistan seit 2001? Das sind jetzt 19 Jahre. Seit 2001 sind wir in Afghanistan. Verlieren ab und zu mal einen, aber was mit den Afghanen? Geht's denen gut? Ja gut, sie können jetzt wieder Opium anbauen. Toll. Gute Leistung von uns. Was ist in Irak passiert? 1 Million Irakis sind gestorben. Wegen was? Die Massenvernichtung hat man nie gewonnen. Das ist offiziell bestätigt. Es war eine Lüge, warum sie da reinmarschiert sind. Aber man ist heute noch da drinnen. In Deutschland haben 500.000 demonstriert dagegen. Was haben sie erreicht? Gut, Schröder hat sich nicht am Krieg beteiligt. Merkel ist gleich hin. Ich hätte mitgemacht am Krieg. Egal, was die demonstrieren. Ja, genau so. Dann gehen halt die anderen rein, die zu dumm sind. 1 Million Leute, rechnet das mal durch. Sagt doch einfach mal, dass eure Mutter da jetzt gestorben ist. Wie tragisch ist das? Oder euer Kind ist gestorben wegen irgendeiner Bombe oder wegen einer Mine, weil er gespielt hat. Hallo? Ach, und dann kommt ja noch was dazu, diese ganze Uranmunition, die wir da verschießen, das abgereicherte Uran, also ein Abfallprodukt der, wie heißt es, Atomkraftwerke. Dieses Abfallprodukt machen wir als Munition und das ist richtig geil. Das schneidet sich ins Panzerstahl von den anderen Panzern ein, zerstäubt und fängt an zu brennen. Und die ganze Bestrahlung danach, super. Die ganzen Kinder im Irak
Und in Jerusalem, nein, in Jugoslawien wurde es auch schon eingeführt, wurde benutzt, diese Uranmunition. Die Menschen dort, die Mütter, die fragen nicht mehr, ob es ein Junge ist, die fragen, ob es behindert ist oder ob es gesund ist. Vielen Dank. Ein Hoch auf unseren Westen. Was ist eigentlich mit den amerikanischen Soldaten, die die Uranmunition in die Panzer schieben müssen? Die kriegen genauso behinderte Kinder. Kriegen die Förderung? Nein. Kriegen die irgendwelche Entschädigungen? Nein. Die Krankenkasse schmeißt die Leute heraus, wenn sie zu viel kosten, wenn sie Chemotherapie, also wenn sie Krebs haben, zum Beispiel. Ey, ihr müsst euch eins klar machen. Die Staaten, die haben für nichts Geld. Für nichts. Außer fürs Militär. Aber wir bekommen nichts vom Staat. Und der kann sich auch nichts leisten. Ja. In den USA gibt es sogar nur Lebensmittelmarken. Das sind $130 pro Monat. Ja, das ist ja noch billiger als unser Hartz IV hier. Also könnte ich mich doch glücklich schätzen, ne? So, noch ein Vorschlag zur Staatsschulden. Auflösung oder was weiß ich, Abbezahlung. Habt ihr einen? Ich glaube nicht, dass ihr es abzahlen könnt. Mit den Zinsen, mit dem Zinssystem erst gar nicht. Hier. Anderes Geldsystem. Das ist das einzig Wichtige. Fließendes Geld. Ja? Geld sollte nur zum Tauschen da sein. Wie man den Wert aufbewahren kann, das steht auf einer anderen Frage. Da muss man sich dann einen Kopf machen. Man kann Gold kaufen, das ist gar kein Problem. Gold wird teurer werden, ja, aber habt keine Angst davor. Was noch? Du kannst dir Häuser kaufen, du kannst dir Solaranlagen kaufen, ja, das ist eine gute Wertanlegung da. Du kannst auch deinen Mitmenschen helfen und Kredite geben, ein Haus zu bauen. Da kam letztens das Gegenargument oder dieses, ja genau, man verleiht ja dann nur Risiko. Dann kann man sagen, ja, ist eigentlich erstmal richtig. Weil man bekommt ja nichts dafür. Man behält, also man kriegt ja im besten Fall das komplette Geld zurück, wie man gegeben hat. Im schlimmsten Fall kriegt man es nicht zurück. Im Normalfall wird man es verspätet zurückgezahlt bekommen. Schätze ich mal, dass der Mensch so ein bisschen Anstand hat und es zurückzahlen wird, wenn er Geld hat. So, jetzt aber, wenn das komplette Geldsystem auf fließendes Geld ist, ausgelegt ist, dann hat auch jeder Mensch ein gutes Einkommen, ein sehr gutes Einkommen und kann ganz locker die Kredite zurückzahlen. Und dadurch, dass alles ohne Zinslast sein wird, ist es auch überhaupt gar kein Problem mehr, einen Kredit zurückzuzahlen. Es ist alles rückzahlbar. Wenn man sich, heute gibt es die Information, dass die Zinslast auf Immobilien bei 80% liegt. 80% Zinslast. Das heißt, das Haus kostet eigentlich nur 20%. Und wenn du dann nicht mal die Steuern zahlen müsstest, dann vielleicht nur noch 10%? Hallo? Und bei uns ist Miete das teuerste? Meint ihr, ich mach das aus Spaß? Gut, ich mach's aus Spaß. Anders. Ich finde die Freiheit großartig mit diesem Auto. Du kannst überall hinfahren, überall schlafen, überall aufs Klo gehen, ohne unbemerkt in irgendwelche Büsche zu pinkeln. Ich habe ein bisschen Wasser an Bord. Ich habe sogar einen Kühlschrank. Ich habe Strom. Ich bin so ziemlich autark. So, das ist Freiheit für mich. Es gibt Zigeunerleben, die rumreisen. Genial. Ich liebe diese Kultur. So. Zigeuner hat auch nichts mit Clown zu tun und nichts mit Rassismus, Beleidigung oder was ihr euch da für einen Scheiß ausdenkt. Ich bin ein Zigeuner. So. Oder möchte es eigentlich sein, aber wegen Corona konnte ich jetzt nicht doll rumreisen damit. Gut, aber der Vorteil ist, ich zahle hier fast keine Miete. Ich zahle hier ein bisschen Steuer und ein bisschen Versicherung und ein bisschen Sprit. Und bin überall auf der Welt. Eigentlich. Wenn es nicht Reiseverbote gäbe. So.
Also unsere Wohnungskosten sind nicht hoch. Auch die vom Haus nicht. Aber von anderen Menschen schon. Von den normalen Leuten. Ey, da wollte ein Elektriker uns die Stromleitung legen für die anderen Wohnungen und wollte da 11.000 Euro und mehr haben. Für eine blöde Wärmepumpe. Wir wollten ja mal ein bisschen ökologisch sein. Für eine Wärmepumpe. 30.000 Euro? Gut, man kriegt 10.000 Euro wieder. Das sind immer noch 20.000 Euro. Und die 30.000 Euro muss man ja zuerst haben, damit man die 10.000 wieder zurückbekommt. Was soll man dann eigentlich mit den 10.000 Euro noch machen? Krass. Also, Wärmepumpe? Warum ist die so teuer? Ey, das ist ein Kühlschrank, ein großer. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich verstehe es nicht. Eigentlich ein Kühlschrank, ein großer. Weißt du, jede Tankstelle, jeder Betrieb hat einen Raum, den man auf Tiefkühlung stellt. Auf der anderen Seite ist die Wärme. Die kann man verwenden zum Heizen, ne? Ey, ihr seid echt nicht mehr ganz dicht. Und ihr jammert rum, ah, oh, die, wie heißt es, CO2 und die Umwelt, nee, die Umweltschadstoffe, da meckert ihr nicht. Nur CO2 ist es böse. Genau, unser Energieverbrauch. Aber wenn wir es mit Strom verbrauchen, dann ist wieder in Ordnung. Wisst ihr, dass das Heizen mit Strom genauso teuer oder teurer ist? 25 Cent die Kilowattstunde durch vierfache Leistung. Also aus einer Kilowattstunde werden 4 Kilowattstunden Wärme. Da bist du bei über 5 Cent. So. 6,25 vielleicht. So. Ja, Gas aus der Leitung von Russland kostet einfach nur 4 Cent die Kilowattstunde. Ja, jetzt sag du mir, was billiger ist. 6 Cent oder 4 Cent? Gut. Und diese Kleinigkeiten sind unser goldener Westen und 30 Jahre Einheit? Toll. Toll, wir sind immer noch nicht im Wohlstand angekommen. Wir haben keine Marktsättigung aus Grund, dass jeder alles hat. Nein, haben wir nicht. Wir haben eine Marktsättigung vielleicht, weil die Leute kein Geld haben. In den unteren Schichten. In den etwas normalen Mittelstandsschichten, ja, da hat man ja schnell zu viel Geld. Wo bringt man das Geld hin? Zur Börse. Da versucht man die 10%, nein, viel weniger. Versuchst 5% zu kriegen. Ja? Und dafür gehst du an die Börse für 5%? Alter, da kann dir jeder sagen, dass die Inflation genauso groß ist. Gut, die Inflation hast du besiegt. Aber dafür machst du diesen ganzen Dreckscheiß mit. Für 5% Dividende. Tragisch. Ja. Ludwig Ganz hat ein Video gemacht über Souveränität. Wann ist man souverän als Staat? Denkt ihr, ein normaler Staat kann über seine Währung entscheiden? Heute nicht, früher schon. Nicht wahr? Der Kaiser hat entschieden, was für eine Währung gemacht wird. So. Nee, ich habe gelogen, Entschuldigung. Ich muss zurücknehmen. Der Kaiser hat es auch nicht entscheiden dürfen. Ich weiß nicht warum. Rothschild hat 1750 gesagt, gib mir die Kontrolle über das Geldsystem eines Staates und mich interessiert nicht, wer dessen Gesetze macht. So, seit 1750 hat Rothschild die Kontrolle über die Geldsysteme der Staaten. Zinsen. Er möchte Zinsen haben. Durch Geldhortung ist es ihm wichtig, Zinsen zu bekommen. Oder verlangen zu können. Ja? So. Weil Geldhortung ist scheiße. Da fehlt es in der Wirtschaft. Dann gibt es Deflation. Guckt euch die Weltwirtschaftskrise genau an. Deflationskrise ist das. Es war billiger für die Eisenbahngesellschaft, Getreide zu verbrennen als Kohle. So, fließendes Geld ist im Prinzip eine Steuer aufs Geld, wenn man es nicht ausgibt. Umlaufsicherungsgebühr. Also, am Ende des Monats wird 1% oder ein halber Prozent abgezogen. Und dann gibst du das Geld möglichst schnell aus, weil du weißt, ah, dieses 1% abziehen, der tut mir weh, ne? So. Da ist ein Vögelchen.
Toll. Gibst du das Geld aus? Und das ist das, was die Wirtschaft braucht. Die Wirtschaft braucht lockeres Geld. Das kann sie sich erarbeiten und damit ihre Leute bezahlen. Und die können wieder mit diesem Geld, was fließt, Produkte kaufen. Niemand wird es mehr anlegen wollen an irgendwelchen Börsen. Und die Kredite, die werden für 0% verliehen. Ja? Jetzt kann man sich als Unternehmer hinstellen und fragen, will ich Aktien ausgeben? Einmal verdiene ich damit? Muss dann aber jedes Jahr 5% Dividende zahlen vom Aktienkurs. Egal. Ja, ich verdiene nie, ich krieg nie wieder was von den Aktien. So, muss 5% Dividende zahlen. Oder gebe ich eine Anfrage an die Bevölkerung, wollt ihr mich unterstützen, Handfaserkleidung herzustellen? Und die Leute sagen sich so, ja, wer nimmt denn jetzt wieder Kredite? Ach, guck mal, da ein Häuschenbauer, ach, der ist schon bedient, scheiße. Ach, guck mal, da ist eine Fabrik, die möchte Hanfkleidung herstellen. Und die behauptet, die ist dreimal so robust wie Baumwolljeans, ja, oder Kleidung. Und ökologisch viel besser. Weil Faserhanf braucht keine Pestizide, keine Giftstoffe und verbessert den Boden. Nebenbei hat man auch noch diese Samen, um daraus Öl zu gewinnen. Henry Ford hat sogar aus diesem Öl oder aus den Samen dann Plastik hergestellt. Und ein Auto, ja, als Karosserie mit Hanfkarosserie. Der hat damit den Hammer gegengehauen und es ist nichts passiert. Also im Prinzip Autoscooter im Straßenverkehr. Keine Blechschäden mehr. Das wäre doch mal schön, oder? So. Viele vorteilhafte Dinge. Und da denkt man so, ja, hört sich eigentlich sehr, sehr innovativ an und solide. Da gebe ich mein Geld hin. Der Tipp heute heißt ja immer streuen, ne? Streu dein Geld. Dorthin, dem Häuslebauer, dem Bäcker, dem Fleischer. Was gibt es noch für Industrie? Ein Fahrradhersteller, ein Elektrofahrradhersteller, Solarzellen. Alles Mögliche. Verteilt eure Kredite. Und wenn einer nicht zurückzahlt, könnte man sagen, gut, es gibt noch einen Staat, der irgendwie versucht, das Geld eigentlich zu kassieren. Oder es gibt eine Versicherung, die da einspringt. Eine Bürgschaftsbank. Wirecraft, ja, hat Diesel irgendwie erfunden. Da gibt es auch ein Spiel, was das verdeutlichen soll. Leider sind da ein bisschen wenig Erklärungen. Ja. So, und jetzt kleines Gedankenspiel wegen Risikoverleihen an die anderen Leute. Wenn du das Geld nicht verliehen hättest, ja, dann hättest du es liegen lassen gehabt und nach einem Jahr hättest du entweder 6% oder 12% verloren. So, und diesen Verlust kannst du ja im Prinzip gegenrechnen. Das heißt, nach 5 Jahren hast du nur 50% unterm Kopfkissen. Ja? Und dort hättest du 50% locker zurückbekommen von dem Menschen, der mit den Hanffasern das vielleicht nicht geschafft hat. Ja? Aber ich kann euch sagen, er wird es schaffen, weil die ganze Bevölkerung hat das Geld locker. Und die wird sich sagen, ach ja, doppelt so teure Jeans aus Hanf, aber viel ökologischer und nicht aus Bangladesch mit Kinderhand gemacht. Kaufe ich mir. Kaufe ich mir. Ja? Es ist leichter für ihn, ans Geld der Leute zu kommen. Heute musst du eine Jeans für 10 Euro herstellen, damit sie gekauft wird. Wie willst du denn das machen? Selbst die Afrikaner können die Kleidung nicht selber schneiden, weil unsere Kleidungsspenden hier sind billiger, die dort ankommen werden. Also die müssen sie kaufen, klar. Warum nicht? Aber sie können trotzdem mit dem Preis nicht mithalten. Vielen Dank. Wir schaffen es, aus Europa Afrika auszusaugen. Und dann wundern wir uns, dass die Armut haben und dass die hierher kommen und ein besseres Leben suchen. Ich wundere mich da nicht. Aber ich sage, ihr Politiker seid schuld.
dass sie kommen, dass es ihnen scheiße geht. Und nicht wir Menschen müssen die jetzt aufnehmen und tolerieren. Tolerieren heißt ertragen, ne? Wir können uns doch gegenseitig gar nicht ertragen. Nimm doch mal jemanden, fahr doch mal sportlich auf die Hauptstraße rauf. Es gibt Leute, die ärgern sich darüber, weil sie es eigentlich selber machen, aber damit entsetzt sind. Tolerieren. Mal ein bisschen großzügig sein. Dann irgendwelche Stacy-Nachbarn, die dann ständig uns beobachten und anscheißen. Toleriert doch mal ein bisschen was. Dass man barfuß in Geschäfte einkaufen geht, toleriert es doch. Ey Leute. Aber Flüchtlinge sollen wir tolerieren. Machen wir. Machen wir tatsächlich. Aber ihr seid schuld. Führt bei uns fließendes Geld ein. Ihr habt die Möglichkeit dazu. Und führt in Afrika fließendes Geld ein. Ihr habt die Möglichkeit dazu. Führt auf der ganzen Welt fließendes Geld ein. Und die ganzen Probleme sind weg. Ey, wir haben so viele Probleme. Ich habe hier so ein Schaubild, was ich euch dann zeigen will, dem nächsten Video machen möchte. Hat jetzt nicht mehr so die Qualität. Die ganzen Probleme. Die ganzen Probleme, die wir hier haben. Was ist eure Lösung? Meine Lösung ist fließendes Geld. Und wisst ihr was? Ich weiß, dass ihr Politiker dieses fließende Geld nicht einführen werdet. Weil ihr arbeitet doch für die Hochfinanz. Ihr seid nicht währungssouverän. Ich weiß nicht, wer es verhindert. Bei euch. Aber ihr wisst es scheinbar. Hat irgendjemand von euch eine Idee? Was besser zu machen? So eine Währung einzuführen? Habt ihr überhaupt die Ahnung, was es ist? Ey, ihr habt den ganzen Tag, es ist eure Aufgabe zu recherchieren. Was gibt's für bessere Systeme? Nicht, was können sich die Grünen noch ausdenken, was wir ertragen müssen? Macht doch einfach mal die Zinsen weg. Ohne Zinsverbot. Ja? Einfach nur durch fließendes Geld. Ihr könnt auch beide Währungen parallel laufen lassen. Das fließende Geld wird sich durchsetzen, Leute. Weil ich werde es ausgeben, bevor es mir zwischen den Fingern zerfließt. Aus der Hand fließt. Werde ich es ausgeben. Der Unternehmer wird es an seinen Angestellten und seine Lieferanten geben, weil das das Geld ist, was Umtauschgebühr, Umlaufgebühr kostet. Und wisst ihr, dass man dann die ganzen Steuern da weglassen kann? Man braucht keine einzige Steuer mehr zu bezahlen. Wie bescheuert ist es, vom Einkommen 50% abgeben zu müssen an Steuern und Sozialversicherung und tralala? Hallo? Welcher Vater nimmt 50% von seinem Kind, was arbeiten geht, weg? Niemand. Kein Vater. Also Vaterstaat, Bullshit. Ja. Braucht ihr nicht mehr. Arbeit bestrafen, arbeiten gehen zu bestrafen, braucht ihr dann nicht mehr mit fließendem Geld. Ihr braucht auch nicht mehr dann Konsum bestrafen, ja? Und ich bin ja dafür, dass wir eure ganzen Plätze absägen. Weil es kann nicht sein, dass ihr 30 Jahre jetzt bezahlt wurdet, jeden Monat mit viel Geld, damit ihr ja nicht bestechlich seid. Ihr lasst euch trotzdem bestechen und ihr habt nichts verbessert, nichts auf die Reihe bekommen. Ihr heult nur rum, weil die Krise ist und die Krise und die Krise. Oh, ist alles so dramatisch. Nein, es ist alles das Geldsystem. Fließendes Geld. Was kommt denn aus fließendem Geld? Ludwig Ganz hat noch ein zweites Buch darüber geschrieben, ne? Was wäre denn die Folge daraus? Globaler Reichtum. Das scheint nicht das Ziel vom Kapitalismus zu sein, sondern wir wollen Reichtum bei ein paar wenigen Ultrareichen haben, die dann die Welt lenken. Die bestimmen, wo welche Gesetze sind. Und die wirklich Reichen, die sind in dieser Forbes-Liste nicht mit dabei, ne? Das wisst ihr auch.
Das ist unsere Einheit. Aber weißt du, was schön ist? Wir werden immer mehr Menschen. Durch eure Corona-Lügerei wachen so viele Menschen auf. Wir sind jetzt die dreifache Menge oder noch mehr. Es sind 1,3 Millionen Leute auf der Straße und noch mehr in Berlin gewesen. Ich weiß nicht, wann der nächste Termin ist. Es ist unglaublich, wie viele Menschen wir sind. Jetzt gibt es diese zwei Möglichkeiten, ne? Diese Wir-Bank, die Bürgschaftsbank, wenn wir da jeden Tag einen Euro hinstecken oder jeden Monat einen Euro reinlegen, dann haben wir da so viel Geld, wir können unsere eigenen Unternehmen gründen. Aber andererseits ist halt diese unwirtliche Welt, dieser Konkurrenzkampf im Kapitalismus richtig hart. Das ist nicht so gut. Nicht so leicht, ein Unternehmen zu gründen, einen Bienenstock oder sowas. Wir müssen gleichzeitig fließendes Geld einführen und die Zinsen damit obsolet machen. So, ihr kennt die Flussmark? Ich hoffe. Registriert euch da, weil das ist ein Weg, wie wir Menschen unser bisschen Einkommen teilweise umtauschen in fließendes Geld, damit die ersten Rechnungen dann bezahlen werden und dann wird dieses immer größer, das fließende Geld. Und endlich kommt mal die Sonne raus. Es wird immer größer. Die Flussmark hat das Potenzial, immer größer zu werden. Es ist nur das Problem, dass wir Menschen faul sind, träge. Ich bin's selber. Ich mache so selten ein Video, das ist traurig. Ich versuche jetzt echt mehr zu machen und mal mit diesen Internetgesprächen anzufangen. Ach ja, ich wollte eigentlich mit dem Wohnmobil, wenn Corona nicht gewesen wäre, rumreisen und die ganzen Leute, die sich mit dem Geldsystem beschäftigen, anfahren und Videos mit denen machen. Hört es irgendwann auf mit Corona, wenn die Impfung da ist? Ja, die Russen haben schon eine Impfung. Wir könnten uns impfen lassen. Ich möchte mich aber auch nicht mit der russischen Impfung impfen lassen. Aber wenn, dann lieber mit der als mit der Genmanipulationsimpfung von Bill Gates. Hä? Ich habe keine Angst vor Corona. Ich würde mich lieber anstecken lassen. Ach so, was ist eigentlich... Ich habe noch einen lustigen Gedanken zum Abschluss. Wegen Corona-Lüge. Was ist, wenn ich jetzt einen Schweinegrippetest mache? Den müsste es ja noch geben. Was ist, wenn nicht nur ich das mache, sondern 100.000 Menschen, also oder die Millionen Menschen, die da auf der Straße sind? Was wäre, wenn wir alle den Schweinegrippetest machen? Nach wissenschaftlicher Perspektive dürfte ja null positive Tests entstehen. Ich weiß aber, dass es irgendwelche Eiweiße sind, die da getestet werden bei Schweinegrippe, bei wie heißt das, Corona, bei Ebola, bei AIDS und bei Malaria. Es sind alles nur Eiweißtests. So. Die sind absolut ungenau. Und ich weiß, dass bei Malaria-Test, AIDS-Test, Ebola-Test, dass es im Prinzip genau die gleichen Tests sind, nur ein anderer Name dran ist. So, das heißt, wenn du dieses Malaria hättest, dann hast du auch hundertprozentig Ebola. So. War ja auch ein Riesendrama. Ebola hat mich nicht tangiert, weil ich schon wusste, es ist wieder eine Lüge. Was wäre, wenn wir wenn wir 1 Million Menschen einen Schweinegrippetest machen lassen würden? Wir hätten noch 10.000 Schweinegrippe-Infizierte. Mindestens. Das wäre jetzt 1%, oder? Wenn 1% falsch positiv wäre. Ich glaube aber eher 5% falsch positiv. Da hätten wir 50.000 Schweinegrippe-Infizierte. Keiner von denen hat Symptome. Eine Krankheit. Aber 50.000 Infizierte, ey, wir haben eine neue, wie heißt das, Grippe-Pandemie. Die Schweinegrippe ist zurück. Ja, genau so läuft's. Denk mal drüber nach. Schweinegrippetest. Ich kenne hier sogar in Annaburg eine Familie, die hat ihre Kinder auf Schweinegrippe testen lassen damals. Die hatten Schweinegrippe positiv, aber keine Symptome. Die müssten ja heute immer noch Schweinegrippe positiv sein, oder nicht? Wie funktionieren die Tests? Ab wann ist man geheilt von Corona? Ich verstehe es nicht. Achso, und
Es gibt wohl zwei Leute, die von Bekannten bekannt sind. Die haben Corona gehabt und haben jetzt eine krasse zerfressene Lunge und haben Probleme, ein Stockwerk hochzulaufen und sind dann am Keuchen. Es tut mir leid, was euch passiert ist. Es wäre wahrscheinlich auch sonst irgendwie passiert. Ich weiß nicht, ob wirklich Corona dran schuld sein soll. So. Hattet ihr keine Masken an? Ich glaube doch. Aber warum seid ihr dann infiziert worden, ne? Krank geworden. So. Ich wünsche euch, dass eure Lunge wieder topfit wird. Ich weiß, dass ihr trainiert habt, ihr beide. Und dadurch ist es wahrscheinlich so schlimm geworden. Aber es ist natürlich jetzt ein schlechter Grund, mit dem Training aufzuhören, ne? Ich hoffe, dass eure Lunge wieder gesund wird. Vielleicht denkt ihr mal drüber nach, Lungenkraut zu nehmen oder homöopathische Medikamente. Geht mal zu einem Homöopathen, vielleicht hat der einen Plan, eine Idee. Ich glaube, die können euch helfen. Wer die Schulmedizin, kann die euch helfen? Nein? Dachte ich mir. Und jetzt überlegt mal, mit dieser Lunge, die ihr jetzt habt, müsst ihr an ein Beatmungsgerät. Ja? Meint ihr, das Beatmungsgerät würde die Lunge zerreißen? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und genau das ist auch ein Vorwurf der alternativen Szene oder alternativen Ärzte an die Schulmedizin, dass sie die Leute mit dieser zerbrechlichen Lunge ans Beatmungsgerät angeschlossen haben. Gut, ich bin kein Wissenschaftler, ich kenne genaue Zahlen nicht, ich will es auch nicht kennen. Weißt du, mir reicht es, wenn jemand eine Theorie äußert und sie für mich Sinn macht, dann weiß ich schon, dass die mehr Sinn macht als die Schulmedizin. Hier, ja, dann geht es nur, wirklich nur um Geld. Pharmaindustrie, geil. Gut, das soll es gewesen sein. Ein Hoch auf die Einheit. Ja, in den 30 Jahren ist nichts passiert. Es ist nur bergab gegangen. Ja, schön jetzt mit dabei zu sein. Oh mein Gott. Hier mein Nachbar, der macht's richtig. Mein Nachbar hat als Fahne nicht mehr die BRD-Fahne, nein, die Kaiserreichsfahne. Ja. Genau, diese Corona-Demonstration, ne? Warum möchte die eigentlich Wiederwahl haben? Verstehe ich nicht. Nicht eine Wiederwahl, die würden eine neue Wahl haben, dass Angela Merkel endlich mal abdampft. Aber wofür? Also, wer soll stattdessen uns in den Abgrund reiten? Ich bin absolut kein Fan von Merkel, aber ich weiß, dass jeder andere genauso scheiße sein wird. Spahn? AKK? Ich weiß nicht, wer da noch im Gespräch ist. Uschi von der Leyen ja leider nicht, die ist ja jetzt im EU-Parlament. Schön hochge. Wen habt ihr denn als Alternative? Soll ich euch einen Vorschlag machen? Er nennt den Kaiser. Nachfahren, Nachfolger zum Kaiser. Der übernimmt noch Verantwortung für uns. Ich glaube, der hat noch die Tendenz, besser zu werden. Weil er möchte ein reichereres Reich seinen Nachfahren vererben. Und nicht ein kaputtereres und globalisiertereres. Mit weniger Industrie. Mit mehr Importen aus China. Mit mehr Lohnsklaven aus dem Ausland. Ja? Also, ich glaube, wenn, dann macht ein Kaiser. Wäre jetzt nicht so mein Favorit, aber besser als Merkel und Nachfolger. Oder hat jemand was dagegen? Kaiser. Ja, warum nicht, oder? Ich meine, ob Merkel ein Diktator ist oder ein Kaiser, ist auch egal. Man ist immer abhängig von diesen Affen da oben. Oder Psychopathen, sagen wir es so. Seien wir ehrlich. Als Nicht-Psychopath kommst du nicht an diesen Posten ran, oder? Ihr seid alles Psychopathen. Mein Opa hat gesagt, ihr seid alle Verbrecher.
Fanta Reis wollte ich noch sagen. Fanta Reis hat vor 7 Jahren ein Lied gemacht, Lügenpack. Lügenpack, raus aus dem Bundestag. So. Jetzt durch Corona noch mehr Lügen, noch offensichtlicher. Danke dafür nochmal, weil ihr schiebt die Leute in die alternativen Ansichten. Ihr tretet sie weg quasi, eure Schäfchen. Ja, er musste das Lied nochmal neu machen. Wegen dieser Corona-Scheiße von euch. Vielen Dank, Fanta Reis, dafür. Also, Lügenpack, haut einfach ab. Und wir müssen echt diese ganzen Stühle absägen, dass sie das einfach nicht mehr als Jobposition haben können. Claudia Roth, wer braucht die? Ey. Oder Cem Özdemir, wer braucht ihn? Ich versteh's nicht. So. Oder hier, mein Verschnitt, der da im Bundestag rumsitzt. Wie heißt der? Der mit dem Wundarsch. Warte, wie heißt denn der? Anton Hofreiter. Ich schäme mich für ihn. Weg, bleib zu Hause. Da richtest du weniger Schaden an. Und hör auf rumzuschreien, nur wer die AfD spricht. Hör doch mal zu. Vielleicht haben die mal eine Idee. Aber wisst ihr, das Problem an der AfD ist, oder der Vorteil ist, dass da noch nicht so viele Psychopathen drin sind, die noch wirklich was verbessern wollen. Aber ich kann euch sagen, früher oder später ist die komplette Spitze voll mit Psychopathen. Ja, deswegen auch dort nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Also ihr hättet meinen Segen, ihr Demonstrationsführer, ihr hättet meinen Segen, wenn ihr einen Kaiser ernennen wollt. Das ist in Ordnung. Besser wäre es, wenn wir uns gar nicht mehr politisch lenken lassen an der Nase. Ja. Gut. Das soll es gewesen sein. Wenn der Kaiser dann fließendes Geld einführen würde, das wäre gut, weil dann, ey, dann kann es nur noch blühen. Es kann alles nur noch aufblühen. Ja, nehmt das Geld nicht so ernst und kümmert euch um die schönen Dinge im Leben. Also glücklich werden, ne? So, ich gehe jetzt zurück zu meiner Familie, weil wir haben gerade einen Arbeitseinsatz mit dem Cousin. Gut, macht's gut. Wir haben jetzt eine Stunde gelabert. Das ist doch schön. So, vielleicht sieht man sich mal. Bis dann. Ciao.